Mein Name ist Emmerich Weißenberger. Mein Thema: Next Stop Jupiter. Next Stop Jupiter ist eine Projektion. Wir reisen als Menschheit zum Jupiter. Unsere nächste Möglichkeit, um uns zu installieren als Menschheit. Next Stop Jupiter ist eine. Ist ein Thema, ist eine Utopie, ist ein Zyklus, der Traumbilder zeigt. Der deswegen Traumbilder zeigt, um uns als Menschen abzuholen, die wir verstrickt sind in Projektionen, die wir verstrickt sind in dieser Welt, die uns es schwierig machen, hier das gute Leben einzurichten. Diese Menschen sind empathisch. Diese Menschen bilden eine Symbiose, schaffen Zellen, die das gute Leben zueinander fügen. Next Stop Jupiter ist eine Bilderfolge, ein Bilderzyklus, der zeigt Menschen in einer intensiven Umgebung, in intensiver Farbigkeit, der diese Menschen zeigt in ihrer Verstrickung, in ihrer Qualität, in ihrer Schönheit. Der Materialien zeigt ungewohnt Metallplatten, die aufgenagelt sind auf Holzplatten, die dicht bemalt sind, wie eine Höhlenmalerei, die uns erinnert an unsere Lebensträume. Die zeigt Menschen im Next Stop Jupiter, in der nächsten Station, die aufgrund von intensiven Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, erschlossen werden kann. Next Stop Jupiter ist eine Möglichkeit der Menschen, sich neu zu formieren, ihre Wünsche, ihre Erfahrungen, ihre leidvoll entwickelten Lebenswege weiterzuführen. Die nächste Station der Menschheit meine ich, dass einzelne, erste Pioniere schon beginnen, den Jupiter zu entdecken, neue Lebensformen aufgrund von Empathie, Synergien, hart entwickelten Zukunfts- und lebensfähigen Modellen zu stationieren. Die Menschheit hier auf der Erde ist verstrickt in Lebenssituationen, die es nötig macht, dass Künstler, dass aktive Menschen intervenieren, zur Aktion greifen, zur Aktion werden. Art Embassy funktioniert im Hier und Jetzt auf dieser Erde und setzt Aktionen. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen Projektion, Utopie und Handlung. Die Handlung setzt den Anker. Die Handlung brennt die Möglichkeit ein, etwas neu zu entdecken. Art Embassy, Emmerich Weißenberger, Nora Rusic sind Aktionisten, werfen sich ins Leben gemeinsam mit anderen und schaffen neue Realitäten. Mitroga es pura vida war eine dieser starken Interventionen in Costa Rica. Das pure Leben in sich, und für dieses pure Leben haben wir uns eingesetzt, mit Zirkus und Kunstmitteln und Freude daran erinnert, wie wir Menschen gut zusammenarbeiten, um zu zeigen, wie wichtig es ist zu handeln, hier und jetzt. Art Embassy initiierte mit anderen Künstlern die Sperre der Panamerikaner, der Lebensader Amerikas, und zeigte durch gute Kraft, durch die Kraft der Kunst, dass Freiheit die Menschen bewegen kann. Les presentamos una obra de arte. Droga y pura vida. Esa es una protesta. Una protesta contra el banco de arte. Y así, una respuesta.
Cerramos la Interamericana para protestar contra el narcotráfico, que nos están destruyendo la cultura, la sociedad de pura vida, de Costa Rica. No todo lo que brilla es oro. Contra el narcotráfico. Pura vida es Pura vida. Buenas.